Es wird mal wieder Nacht. Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engdahlin zu einem neuen Part Minecraft Arno mit dem Zwergfürst. Schon wieder Nacht hier in der Minecraft-World. Da kommt der Mond hervor. Na wundervoll. Wir haben aber jetzt ein Bett und können notfalls übernachten. Notfalls, wie gesagt. Ich werde jetzt hier am liebsten aber erstmal ein bisschen was abbauen. Ein bisschen Dreck hier aus dem Boden holen. Wir wollen uns schließlich ein Dreckshaus bauen. Ein Dirthaus. Den wird hier gemacht. Dann bauen wir hier ein bisschen von dem Boden ab. Ja, ich weiß, ich könnte mir auch aus Holz irgendwas bauen, aber ich denke, das geht jetzt hier mit Dirt ein bisschen schneller. 50, 54 Block Erde haben wir schon. Oh, ein Schaf. Hier bei Nacht auf dem Hang. Ja, jetzt suchen wir uns hier ein schönes Plätzchen, wo noch Platz ist für ein kleines Dirthaus. Und dann würde ich mal sagen, schreiten wir zur Tat und bauen uns ein kleines Dirthaus. Es ist auch erstmal nicht weiter schlimm, dass es hier Nacht ist. Wir sollten uns trotzdem gleich mal schlafen legen. Weil am Tag bauen ist es trotzdem viel schöner. Und das sieht dann auch viel besser aus. Hier ist schon ein kleiner Berg, ein kleiner Hügel. Können wir mal hochklettern. Vielleicht finden wir da ein hübsches Örtchen oben auf der Spitze, wo wir unser erstes Haus aufbauen können. Hui, hier nicht runterfallen. Hopsidi hops. Da oben ist doch bestimmt ein hübscher Platz für uns parat. Oh, Schnee liegt hier schon. Wird es ja ein bisschen kalt. Oh, ein Creeper. Oh wei. Zum Glück in Sicherheit gebracht. Der hat jetzt ein kleines Kräterchen hingeschlagen. Ja, aber hier ist doch Platz für ein entspanntes kleines Zombie. Entspanntes kleines Nachtlager. Ich glaube, wir holen uns jetzt mal ein Bett und legen uns schlafen, bevor wir hier noch von einem Monster gekillt werden. Die sind scheinbar hier auch auf den Schneegipfeln. Hier auf dem Schneegipfel werden wir uns morgen mal was Schönes bauen. So, hier ganz oben mal das Bett platzieren. Ich hoffe, der Zombie killt uns nicht, während wir schlafen. So, zack. Und schon ist wieder morgen. So, hervorragend. Dann sieht das alles schon viel besser aus. Können wir mit dem Bauen anfangen. Da brennt der Zombie dort hinten. Hervorragend. Huhn! Ein Hühnchen. Na denn, dann bauen wir mal ein kleines Türträuschen. So, wie soll das aussehen? Oh nein, Enderman, was macht denn der Enderman hier? Ach du Schande. Nicht angucken. Ich habe gehört, die reagieren friedlich, wenn man die nicht anguckt. Ich ließ mir sagen, das funktioniert. Enderman im zweiten Part. Hoi. Eine Aussparung. Meinen Schnee wegfegen. Vielleicht kommt er gleich wieder, aber dann wollen wir ihn erstmal weg. Kein Schnee im Haus. So, dann baue ich mir das Ganze jetzt mal auf. Hier gibt es eine kleine Timelapse. Und
Dann wird mein Dirt House, mein erstes kleines Dirt House jetzt hoffentlich gleich fertiggestellt. Ja, so sieht's aus. Und da wird dann hier alles, was nicht gebraucht wird, freigeschrubbelt. Das ist mal, wenn man es zweideutig sieht, ist das ganz schön widerlich. So. Runter und den Block abbauen. Und dann haben wir hier schon ein kleines Dächlein. Ist zwar ein bisschen eng dann, aber ja, ich mag es eng. Nicht Spaß. So, hier ein kleines Fenster, damit es ja auch noch hell drin bleibt. Fackeln habe ich noch keine. Also müssen wir hier ein paar kleine Aussparungen machen, damit wir nachts noch was sehen. Ein winzig kleines bisschen wollen wir nämlich auch noch erkennen, weil wir nämlich sehen, wann es wieder Tag wird. So. Ja, da draußen dämmert es gerade schon wieder. Na toll, mal schnell das Haus zu Ende bringen, damit wir hier auch sicher sind bei Nacht. Ja, ich meine, der Creeper kommt eh durch, aber ihr wisst, was ich meine. So, hier Türe bauen. Ein bisschen Schutz vor der Natur zu haben. Vor der groben Natur draußen vor der Türe. Und jetzt baue ich die Tür gleich mal wieder zu. Und wieder auf. Tada! Müssen wir stopfen. So, hervorragend. So, dann sieht das Ganze doch schon ganz in Ordnung aus. Ich finde die Stelle nicht, die wir freischaufeln müssen. Ich stelle hier mal mein Bett hin. Bett. Dann kann hier irgendwo noch meine Werkbank hin und dann, ja, aber erstmal ins Bett. Der nächste Morgen wird ein besseres Licht auf die Sache werfen. Da ist der Ausgang. Das hier jetzt wegschaufeln. So, da können wir das Bett erstmal stehen lassen hier drin. Haben wir hier erstmal eine Heimat gefunden. Zieren. Ja, ist doch mal ein Anfang. So, schauen wir uns das Gebäude mal an, was wir hier gebaut haben. Sieht noch nicht sehr spektakulär aus, aber ja. Ein Anfang ist es. Ich bemerke gerade, man hätte sich auch irgendwie den
Berg bauen können, das halt irgendwie in den Berg reinmachen können, aber ja, man muss auch komplizierte Sachen machen, unsinnige Sachen machen, um halt die Spielsteuerung zu kapieren, um halt das Ding zu machen und die Sache zu rocken. Ja, und das machen wir dann später mit Holz und haben dann halt noch ein bisschen festeres Haus. Dann kommt auch noch ein vernünftiges Dach drauf auf das Holzhaus, aber fürs Erste reicht jetzt erstmal dieses Dirt-Haus. Können wir jetzt hier rein und ein bisschen schlafen und die Werkbank aufgebaut haben. Haben wir jetzt erstmal eine kleine Lokalität, wo wir uns zu Hause fühlen können. Jetzt sollten wir nicht zu weit verschwinden, weil sonst finden wir unser liebstes Haus hier nicht mehr wieder. Da ist eine Höhle unten. Da werden wir vielleicht noch nicht rein. Kohle gibt's hier. Überall. Na, Spitze. Ein Ei. Ein Ei gefunden. Das ist doch von dir, mein liebes Huhn. Hast du das Ei gelegt? Na, bestimmt hast du das. Na denn. Hier können wir doch bestimmt irgendwo Samen finden. Gab's doch hier irgendwo im Gras. Ein bisschen unten im Gras herumliegende Samen, mit denen man die Hühner anlocken kann. Vielleicht kann ich mir das Huhn dann anlocken und... Ui, da geht's weit runter. Tief runter. Das Huhn dann mal zu eigen machen, ein Haustier züchten. Finden wir mal Samen dafür. Hier muss es doch irgendwo Weizensamen oder so ähnliches geben. Am besten unten am Hang. Hier wahrscheinlich eher weniger. Im grünen Bereich dürfte sich das irgendwie finden. So schwer ist das nicht aufzusuchen und zu finden. Durchwühlen wir mal das Gräschen hier. Oh, was haben wir denn hier? Da liegt ein Item rum. Zombiefleisch. Verdürrtes Zombiefleisch. Ja, so lecker ist das dann auch nicht. Hat jemand einen Plan, wo wir sowas finden? Wo wir Samen für dem Hühnchen finden? Es ist bei mir beim ersten Testlauf in einer Testwelt relativ zufällig aufgetaucht während des Abbaus. Habe ich halt random mal so ein bisschen was im Gras abgebaut. Dann kommt das einfach. Gibt es doch bestimmt irgendwo eine Regelung, die besagt, irgendwo kommt das vor im Gras oder so. In einer bestimmten Seltenheit. Oh, ein bisschen Mohn sammeln. Ein bisschen Blümchen pflücken. Ein Schaf, ein weißes Schaf. Was macht denn das hier? Schäfchen gefunden. Sehr cool. Ein erstes Haustier. Ja, auf geht's. Hier hinauf. Den Schneegipfel, warum ich hier im Schnee lebe, ist mir auch ein Rätsel, warum ich mir gerade das hier ausgesucht habe. Wir müssen ein bisschen Eis baden hier im Fluss. Zack. Wow. Ganz vorsichtig, hier nicht ertrinken. Boah, ist hier ganz kalt. Boah. Hühnchen. Das folgt mir schon. Es hat schon meine Samen gerochen, gesehen. Das klingt immer ein bisschen zweideutig, aber ja. Kommst rein, Hühnchen. Na super. Habe ich das Hühnchen in meinem Häuschen. Mein neues Haustier.
Müssen wir jetzt hier nur noch einschließen, damit es nicht wegrennt. Und die Steuerung müssen wir auch noch kapieren. Ja, aller Anfang ist schwer. So, da unten bist du, Hühnchen. Gok, gok, gok. Kann ich dich damit füttern oder? Liebesmodus. Und bleibst du jetzt bei mir? Nicht abhauen, nicht abhauen, Huhn. Ach so, der folgt mir. Das ist ein männliches Huhn. Ich nenne es Klaus. Es ist jetzt Klaus, das Huhn. Klaus, mein kleines Haustier. Bleib hier. Nicht abhauen. Klaus. Klaus. Kommst du zu mir? Klaus. Du wirst doch jetzt nicht gehen. Klaus, bleibst du bei mir? Bleibst du wenigstens hier auf dem Gebirge? Geh nicht zu weit weg, bleib hier am Haus. Ha, unser neues Haustier, Klaus das Huhn. Wir haben bestimmt noch andere Haustiere bekommen. Also irgendwann mal ein Ozelot züchten oder Wölfe bändigen. Vielleicht sogar ein Eisbär hier im Gebirge. Ja, ich weiß nicht, ob man Eisbären wirklich züchten kann. Ich habe schon welche gesehen. Nicht in Arnor, aber in einer Probewelt. Gibt es also Kaninchen, kann man auch züchten. Schweine natürlich nicht zuletzt. Ja. Kühe, Schafe. Mal schauen, was so wird. Ich jetzt hier nicht runterfallen. Das ist ein schöner Ausblickpunkt. Andere Kameraperspektive. Ja, hervorragend. Huh, falscher an. Vorsehen. Jetzt hier nicht von der hohen Klippe runterfallen. Immer zum Ausblickspunkt wollte ich nur gehen. Ja, sieht doch spitze aus. Ich habe mal eine Sicht auf die ganze Welt um uns herum. Joa. Dann war da hinten unser Haus. Müssen wir vielleicht noch ein bisschen zurückgehen. Das sehen wir von hier aus nicht. Von dem Blickpunkt nicht. Sieht doch schon alles ganz duft aus. Ui, eine Treppe aus Erde. Aus Gestein. Und da ist unser Haus, unser Dirthaus im Hintergrund zu sehen. So noch ein hübsches Bild hier auf dem Gebäude. Naja, auf dem Gebäude. Das ist schon ein Berg als Gebäude bezeichnen. Ist das nicht ein wundervoller Ausblick hier? Die Sonne steht noch. Im Nachmittagsschein. Die geht auch bald wieder unten. Der Mond kommt schon raus. Ja. Haben wir was geschafft hier? Naja, geschafft. Wir haben uns unser erstes Dirthaus, unsere erste Unterschlupf gebaut. Wir sind angekommen in der Welt von Minecraft, Arnor. Langsam wird's. Langsam aber sicher. Ja, auf jeden. Da schauen wir uns noch den Sonnenuntergang an. Genießen das einmal. Ja, das Projekt kann beginnen. Wir sind bereit. Ich bin bereit, Neues zu lernen und die Welt kennenzulernen und neu zu starten. Oh, wie schön dieser Sonnenuntergang. Und da verschwindet die eckige, runde Sonne hinter dem Horizont. Und es wird dunkel. Die nächste Nacht bricht an. Wie schön. Was für schöne Bilder hier. Und da kommt gleich der letzte Zacken der Sonne. Letzte Kante. Und weg ist er gleich. Das letzte Leuchten der Sonne verglüht. Hinterm Berg, hinterm Horizont. Und es wird Nacht.
Wie schön. Der Mond, der ist schon aufgezogen. Durch die Nebel sieht, durch die Wolkendecke sieht man das nicht so gut. Doch man sieht es ein bisschen. Ja, die Nacht. Der Zwerg. Ich würde mal sagen, dann wird es wieder Zeit, zurückzukehren zur Unterkunft. Ich sehe schon den ersten Zombie da erscheinen. Der will mich hier vom Berg schubsen. Der will mich hier die Klippe runterwerfen. Zeit schlafen zu gehen und Zeit den Part hier zu beenden. Däumchen nach oben soll es euch natürlich gefallen haben. Klaus ist auch noch hier. Der hat mir ein Ei gelegt. Jetzt morgen ein Sonntags-Ei. Sonntag ist es zum Morgen. Vielleicht nicht, aber ein Frühstücksei gibt es. Klaus ist auch bei uns, da vorm Fenster. Ich hoffe, der wird nicht von den Zombies gefressen. Über Nacht, ja, ich leg mich schlafen und sage, bis morgen. Und ja, bis zum nächsten Part. Gute Nacht, Klaus. Gute Nacht, Zuschauer. Bis dann. Man sieht sich. Was? Was? Nein, was? Nein, 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 ah, ah.